Ich hoffe, die Audio passt. Warte, kann ich da mal einmal bitte reden? Ja, natürlich kann ich Sex, reden. Sex, Sex. Penis. Pick. Sex. Wanz. Ich hab deine Mutter gefickt. Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Andy, willst du oder soll ich? Ich mach einfach mal. Okay, dann du darfst. Okay, hallo und herzlich willkommen zu ABF, dem Anime- und Gaming-Kanal von und für Freunde der Anime- und Gaming-Community. Wir sind wieder zurück bei Danganronpa Trigger Happy Havoc. Mit mir, Daniel, mit Andy und mit Numero 3, unserem dritten neuen Mitglied. Hallo Leon, hallo Lokla, was geht? Hallo Noel. Bin nicht frech, aber hallo, ich bin berühmt. Lokla ist ein guter Kumpel von uns, mit dem, bei dem ich und Andy auch bei seinen Reviews aushelfen und er manchmal bei mir bei den Script-Videos. Und deswegen haben wir ihn irgendwann gefragt, ob er Lust hat mitzumachen, damit wir Robin endlich ersetzen können und voilà, hier sind wir. Ja. So, wir fangen endlich mit Chapter 3 an, habe ich gehört. Ja, long story Wir sind mitten. Wir fangen einfach an. Ja, nachdem wir... Ja, letzte Aufnahme war an meinem Geburtstag. True. True, war sie. Huch! Das Kohle verpeilt. Hatten wir halt nur gemacht, weil, du weißt schon. Wir mussten das halt tun, Andy, weil das war so der letzte Termin, bevor wir in die Winterpause, also die Neujahrspause für uns gegangen sind. Ja, bis wir vor kurzem Aftertrail aufgenommen haben. Wir haben dann vor kurzem Aftertrail aufgenommen. Das ist jetzt auch hochgeladen, wenn dieses Video erscheint, weil sonst würde dieses Video nicht erscheinen. Ich habe schon angefangen zu schneiden, während wir das aufnehmen gerade. Also, kommt bestimmt bald. Aber wir machen weiter. So. Aber das kam noch gar nicht. Nee. Du faules Stück. Ich hab auch Schule, okay? Also, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich weiß nicht, wer der Charakter das ist. Ich weiß auch nicht. Ning. Sniff. Sniff, sniff. Warte mal. Ah, ich darf sprechen. I know I shouldn't cry. Ich weiß, ich sollte nicht weinen. Aber... I've had enough. Ich hab genug. I can't take it anymore. Ich kann das nicht mehr. Getting out of here anytime soon. Hier rauszukommen. Bald. It's impossible. Es ist unmöglich. I can't let myself think about how much I want to get out of here. Ich kann nicht mehr darüber nach... Ich kann nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken, wie sehr ich hier raus möchte. If I keep thinking like that, I might decide to... Wenn ich weiter so denke, dann entscheide ich mich vielleicht noch zu... Donuts. Donuts. Ich brauche ein paar Donuts. Die werden mich aufmuntern. Easy. Glasierte Donuts. Getwistete Donuts? Jelly... Nein, Jelly Donuts. Jellyfilled Donuts. Jellyfilled Donuts. Twisted Donuts sind doch einfach nur Streuseln. Ah, Streusel Donuts, Marmeladen Donuts, Creme gefüllte mit Donuts Löcher. Was? Malasadas? Okay. Oh Gott, der Donuts, ich bete zu dir für einen sehr tollen, für eine sehr tolle Begegnung. Und ganz kurz, ich hab jetzt die Zeit nicht genutzt, ich hab mich in den Raum nicht umgeschaut, er war noch verdammt unordentlich. Ja. Ich hätte mich weiter umschauen müssen. Sniff, sniff, Eul. Es tut mir leid. Bitte vergib mir, dass ich die Nachtzeitregel breche. Für dich, Leon, falls du nicht weißt, was die Nachtzeitregel war, sie haben abgemacht, dass sie in der Nachtzeit nicht raus ihren Zimmer gehen. Eigentlich. Ah. Du hast dir halt so ein bisschen was angeguckt, glaube ich, aber du weißt noch nicht alles, deswegen. Ja, ich weiß ungefähr die Story von den ersten beiden Chaptern. Bedeutet, ein paar Sachen werden wir nochmal reviewen und nochmal so ein bisschen Backtracking Recap. In unserem Kampf. Ja, genau, recappen für dich. Aber jetzt gerade sind für mich Donuts einfach nur wichtig zum Überleben. Absolut notwendig. Was auch immer das war, bruh. Hä? Huh? Das ist die Monokuma Gatling-Gun. Was ist das Geräusch? Was ist dieses Geräusch? Wird jemand an der... Wer gammelt gerade? Was ist der Fortnite-Bus?
Das ist der Battle Bus! Let's go! Es hört sich so an, als würde es vom Badehaus kommen. Ey, also es ist echt die Maschine, es ist echt die Machine Gun! Ich bin... Ich hab voll Angst, aber... Ist da jemand? Chapter 3, A Next Generation Legends, Stand Tall Galactic Hero. Das übrigens, dieses Gesicht, was du gerade gesehen hast, war eines der Personen, die im letzten Chapter gestorben ist. Der Morgen nach... War das Gesicht in dem Schrank? Ja. der Morgen nach den Ereignissen des zweiten Class Trials. Jeder traf sich in der Mensa, wie immer. Ich habe erwartet, so zu starten wie jeder andere Tag. Das ist, was ich erwartet hatte, zumindest, aber... Alter, irgendwie ist das Treffen heute voll scheiße, Mann. Ich habe übel die Kopfschmerzen, zu viel gekifft. Toko ist nicht da, Byakuya ist auch nicht da, die hängen immer noch in ihren Zimmern. Was soll die Scheiße? Ich habe auch noch nicht Miss Asahina gesehen irgendwo. Dein Part. Tief sprechen. Sehr tief, bitte. Batman. Batman. Sie hat gesagt, ihr Bauch tut weh. Also wird sie heute nicht arbeiten, die Hure. Oh. Aber sehr ungewöhnlich für sie. Normalerweise ist sie immer so energiegeladen. Was genau bringt mich dazu, mir Sorgen zu machen? So dann. Auch dein Part recht normal sprechen kannst du sie. Also sind es nur 7 von uns da? Sieht so aus. How about that? Was, also, es ist an Zeiten wie diesen, wo der, unser Hauptsitzender, weißt du, also, Sachen antreiben muss mit einem Knall. Nee, warte mal, das bist du ja jetzt. Ab jetzt ist das Leon, ja. Impossible. Oder nicht? Willst du, also kurze Erklärung nochmal, Kiyotaka ist jetzt ein wenig sehr verstört davon, dass Mondo tot ist, weil er einen Mord begangen hat, also... Sieht er jetzt so aus gewillt. Er ist sehr verstört. Ja, die waren halt best bros. Taka hat nicht ein einziges Wort gesprochen seit dem, was gestern passiert ist. Nach einem Blick auf sein Gesicht sieht man, dass er nicht ein Stück geschlafen hatte. Es muss wegen Mondo sein. Beiden kamen sich so nah und dann fand er heraus, dass er das Mondo Chihiro tötete. Und dazu noch... musste er sich angucken, wie Mondo bestraft wurde. Und er konnte nichts dagegen tun. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für ihn sein muss. Well. Oh, ich meine, was machen wir dann jetzt? Wir haben immer noch nicht rausgefunden von hier. Und ich habe auch keine Ahnung, ob überhaupt noch Hilfe kommen wird. It's like... Mann, ich werde depressiv, wenn ich nur darüber nachdenke. Wir müssen einfach das Beste aus der Situation machen. Versucht einfach, alle zusammen hier völlig in Frieden zu leben. Okay, Andy, ein kleiner Tipp. Geh ein leichtes bisschen mehr an dein Mikrowand, danke. Achso, sorry. Alles gut. Vergisst einfach die Außenwelt und akzeptiert euer Leben hier, wie es ist. Was anderes können wir ja nicht tun. Ich dachte, ich war schon wieder Schweizer. Ja, ganz kurz. Was? Für immer hier leben? Well. Warum nicht? Wir haben hier alles, was wir brauchen: Kleidung, Essen.
alles zu überleben. Also, warum so unzufrieden? Lass es mich mal umformulieren. Wie ist, was? An was hängt ihr, ich bin gerade zu dumm zu übersetzen. Was ist diese Außenwelt, nach der du suchst? Okay, mach. Machen. Ist das okay? Ich bin ganz dumm zu übersetzen, sorry. Wettbewerbs-Dings-da-Scheiße. Wettbewerbe, Diskriminierung, Gewalt, alles, dieses Soziale und Perversion. Ist es das, wonach du dich sehnst? Oder keine Ahnung, wie ich das anders formulieren soll. Ja. In dem Fall ist in dem Fall unsere jetzige Situation nicht. Dämonen, Engel, Pretty, Demon, Major, Pretty, Pudgy, Princess. Huh? Huh? Here we go! Maggie. Maggie, die komische Shop-Verkäuferin. Die Hasenohren Amazon, ne, keine Ahnung. Catgirl, Dogboy, Robot Justice und der galaktische König. Und. Was ich meine, hier gibt's kein 2D. There is nothing to be done. Das Mastermind hinter dem allem benutzt genau dieses Verlangen von dir als ein Vorteil und versucht dich so zu dem zu zwingen, was du nicht machen möchtest. You know? Ihr wisst schon, weil Tucker gerade so ist, wie er drauf ist, du mal. Als der Älteste hier würde ich sagen, übernimm ich einfach die Führung für die Zeit. So, also werden wir alle den restlichen Tag zusammen verbringen und die Schule erkunden und mal schauen, ob wir was Neues finden. Warum suchen? I'm right, right? Also, klar, ist alles vorbei und so, also müssen neue Sachen offen sein. Sollten hier neue Orte zum Untersuchen sein. Ja, genau das ist der Trick. Also, ich meine, wie sollen wir sonst an irgendwelche anderen Hinweise kommen? Well then. Also, wenn wir fertig mit dem Essen sind und dem Arsch essen, lass uns aufteilen und anfangen, ums umzusehen. Hast du irgendein Problem damit, Celeste? Nein, es ist bestimmt, spannende neue Sachen. Also ich kann es schon gar nicht erwarten. Nein, es geht darum, dass wir Hinweise finden. Und gerade als wir anfangen wollten, kam sie rein und ruinierte die Konversation. You called for me, so I appear. Also, ihr habt nach mir gerufen, also bin ich gekommen. Genocide! What? Niemand wollte dich hier. Warte mal. Kommt es dazu, dass du jetzt Genocide Jill bist und nicht Toko? Yes! Alter! Dieser Ort! Was war das denn jetzt gerade? dieser Ort ist fantastisch! Endlich ein Ort, an dem ich meine ganze Aggression und meine Mörderlust rauslassen kann!
Deswegen habe ich mich entschieden, mich nicht zurückzuhalten und meine Flügel auszubreiten. Ich werde mich nicht mehr in, ich werde mich nicht mehr in meinem Käfig verstecken. Und dazu kommt noch, ich habe einen weiteren Fight, einen weiteren Kampf zu kämpfen. Dieses ganze, der Killer mit der gespaltenen Persönlichkeit Ding, das ist so outdated. Ich muss diesen, diesen Stereotypen endlich vernichten. Ich werde den ganzen, Tag und die ganze Nacht kämpfen, nur um dieses Klischee endlich zu vernichten. Also versuchst du jetzt deine gespaltene Persönlichkeit damit zu löschen? Wenn sie nicht hier wäre, würden meine Chancen zu überleben mindestens um 10% höher sein. Selbst der größte Star braucht ein kleines Publikum, was sie unterstützt. Ja! Egal, was wir heute machen, zuerst sollten wir essen. Wir können nichts mit leerem Magen machen. Ach, du hast recht. Wir sollten uns wir sollten uns beeilen und fertig essen, damit wir mit unseren Untersuchungen anfangen können. Hat man nicht, aber es passt. Muss nicht. Scheiß drauf. Also haben wir uns dazu gebracht, Frühstück mit deinem Mörder zu essen. Und ja. Danach haben wir halt, und nach unserem sehr gebrauchten, aber wirklich anstrengenden Mahl, sind wir auf die Suche nach neuen Sachen in der Schule gegangen. Okay. Ich will Free Time. Nein, jetzt gibt's die normale Investigation wie am Anfang jedes Chapters, Andy. Ich will Free Time! Nein! Nichts Free Time. Erkunden! Ich will aber! Es ist gerade verdammt laggy bei mir. Gib mir eine Sekunde. Ich guck kurz, ob ich nebenbei schließen kann. Ah, es ist jetzt halbwegs okay wieder. Wir gehen einfach. Ja, es geht jetzt langsam. Nicht so schlimm wie gerade eben, zumindest. Ja, ab und zu sind halt immer noch Alex da, leider. Kommt davon, wenn man einen Kack-PC hat, ne? Laptop. Oder Laptop, ja. Also noch Laptop. Ja, genau. So. Hallo. Oh, scheiße, ich spreche mal. Could it be? Komm, das Mund. Nichts hat sich auf dieser Etage verändert. Hm. Ja, der einzige Unterschied ist, dass dieses Tor, was den Aufgang zur dritten Etage versperrt hat, jetzt weg ist. Ich denke mal, das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Ich frag mich, was da oben alles Verrücktes abgeht. Dann. Das ist hier links, ne? Kommen wir hoch? Ja, natürlich. Wir glauben dem Typen einfach mal. Die dritte Etage der Hope's Peak Academy. Ich frage mich, was wir hier finden werden diesmal. Was ist hier oben? Wenn der Raum pink, wenn das jetzt pink wäre und ich hinterher hätte, gesagt, da oben ist ein Pop. neue Klassenräume. Getting tired of this. Och, nö. Keiner hot, aber. Keiner hot, ne? Straight fact. Ah, okay, was zum anderen? Wir müssen jetzt Player-Shit machen, Mann. Nun durchsuchen wir die Klassenräume. Oh Gott. Ah, ja, hallo Sakura. Wir sind in einem Raum gekommen, wo Sakura stand. Die Fenster hier oben sind zugeschlossen mit Metallstäben. Nicht überraschend, denke ich. Also, es sieht auch hier
flüchten hoffnungslos aus. Aber ich würde alle anderen Metallfenster etwas nochmal checken, nur um sicher zu gehen. Geht um die Dinger. Ah. So, okay. Also in den Klassenräumen ist nichts. Ich werde diese ganze Stromrechnung bezahlt, Alter. Weil hier die ganze Licht an ist, oder wie? Ja, aber erstmal die ganze Licht an ist und alle Fenster halt zu sind, du brauchst halt übel viel Licht. Andy, Rec Room. Nein, Rec Room ist nicht gut. Shana, keine Pornos gucken. Nein. Oh, Billardtisch! Das ist also... Let's see. Kreativraum. Ein Ort, wo Schüler hinkommen können, um zu entspannen. Oder nicht Kreativraum, da ist die Scheiße. Pausenraum. Ja, Pausenraum einfach. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass unsere Schule sowas besitzt. Also, keine normale Schule würde sowas haben. Wir haben hier Othello, Shogi, sogar ein Dartbrett und ein Billardtisch. Und schau dir das mal an. Scheiß mal, Akzent ist echt. Sie haben hier sogar eine große Auswahl an verschiedensten Magazinen. Isn't it wonderful? Diese werden bestimmt praktisch sein, um die Langeweile hier zu überbrücken. Listen up! Oh, fuck. Ring, ring, ring! Hallo, hallo hier, erlaubt mir weiter zu sagen. Die Stimmlage nicht hin, Alter. Erlaubt mir fortzuführen. Warte, ich muss kurz den Let's Player-Übergang machen. Nachdem wir also in den Raum gegangen sind und mit der Hotten Dorfwitch geredet haben, kam auch schon der mordlustige Bär. Perfekt. Erlaubt mir das alles hier zu erklären. Wir haben hier Fashion, Motorräder, Martial Arts, Videospiele, Basketball, Wissenschaft, alle möglichen Arten von Magazinen. Babam, babam. Aber natürlich nichts Schmutziges an dieser Schule doch nicht. Das einzige, was wir hier haben, sind Schwimmmagazine oder Badeanzugmagazine. Was war das? Würdest du diese hinzufügen zu der Auswahl an Problemen, die wir bereits haben? Too bad! Ich hab's falsch übersetzt. Bademode-Magazine sind nicht vorhanden. Sorry, das kann ich nicht tun. Tut mir leid, selbst wenn ihr wollt, diese Art von Magazinen sind also, ja, etwas... Etwas was? Watch out! Ups! Nichts! Ihr habt nichts gehört? Nein! Auf jeden Fall, das ist alles, was ich noch erklären wollte. Ciao! Was der gerade sagte? Ich weiß, richtig? Es nervt mich auch. Most unfortunate. Okay, ich check irgendwie deine Konversation gerade nicht. Das Leben hier würde viel interessanter sein und viel, viel besser sein, wenn er ein paar neue Probleme hinzufügen würde. Wie enttäuschend. Wirklich? Okay, wir analysieren den Raum erstmal. Ich will Billard spielen. Gehen zum Billardtisch. Ein Billardtisch. Ein Billardtisch ist nicht normal für eine Schulausstattung. Ist es dank Monokuma oder hat die Schule das gekauft? An meiner alten Schule hatten wir auch einen Billardtisch. Das ist cool. Das ist auch voll geil.
Okay, warte. Das hier. Ich glaube, wir können unter den Tisch gucken und auf dem Tisch. Wir gucken erstmal auf dem Tisch. Ja, wir können uns den Tisch angucken und das, was auf dem Tisch liegt. Ah, es ist eine Version von Othello hier. Hm, ich bin richtig scheiße drin. Dennoch. Nice! Nice! Oh, da hier ist ein Tisch. Die sind etwas ähnlich zu den Tischen in den Klassenräumen, aber auch irgendwie nicht. Beste Beschreibung. Eine Ledercouch. Sie sieht sehr gemütlich aus. Alkohol. Nice. Alkohol! Es sieht aus wie eine Art Flasche, aber was zum Heck ist das? Vielleicht ist es nur Deko oder sowas. Ah, hier sind viele verschiedene Arten von Magazinen. Die haben sogar einen haufenweise monatlicher Comics, aber keine regelmäßigen Updates bekommen, was ist dann der Sinn dahinter? Ganz kurze Frage, wenn die dann eine Dartscheibe haben, müssen die auch Dartpfeile haben? Ist das nicht ein bisschen, also Dartpfeil umbringen Schule? Es ist ein Spind. Er sieht aber nicht so aus, ob er wichtig wäre, also brauche ich ihn auch gerade nicht öffnen. Okay, da ist eine Leiche drin. Da ist sogar eine Dartscheibe. Hat Monokuma das hier hingepackt oder war es auch Teil der Schule? Imagine, die würden so einen Schwertkampf für diesen Billardstangen machen. Achso, mit dem Kuss. Oder ja. Nee, halt noch den Kuss. Da ist nur noch eine Kamera und ein Bildschirm. Also wir können wieder raus. Ah, der Raum sieht bisher ganz nice aus.